Es ist soweit. Wir haben die Patch Notes, die dieses Jahr Weihnachten relevant sind. Und das heißt, wir schauen uns mal die Patch Notes schön im Detail an und gucken, was alles wichtig ist und was uns dieses Jahr in der Weihnachtszeit hier in Russian Fishing 4 erwartet. Also, Patch Notes zum 20.12.2023. Das neue Jahr steht vor der Tür. In dieser schönen Zeit möchten wir euch gerne mit einem neuen Event überraschen. Und ich bin super gespannt, wie das ankommt, wie das alles wird. Und auch dazu wird es natürlich im Anschluss noch extra ein Video geben mit allen Details. Also direkt schon mal Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du die wichtigen Infos zu dem Event auch nicht verpasst. Es wird viele Geschenke geben und wir hoffen, dass sie euch gefallen. Hoffe ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, was es da alles Neues geben wird. Dieses Jahr haben wir das Konzept geändert. Und auch da muss ich sagen, ja, fühle ich sehr. Und ein bisschen sage ich auch endlich was Neues, was anderes als das übliche Geschenke stippen. Um es interessanter und vielseitiger zu gestalten. Ja, Wolski, so soll das auch sein. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr. Ja, das sind die Grüße vom Team von RF4. Danke euch auch. Schöne, erfolgreiche Weihnachtszeit. Ich bin sehr gespannt, was alles kommt. Ja, und dann geht's auch los mit den Facts. Die Weihnachtsmärkte sind an allen Gewässern geöffnet. Also, wie auch schon in den vergangenen Jahren, wir haben wieder kleine Spots mit den Weihnachtsmärkten. Das heißt also, sobald es losgeht, sobald die Server on sind, sehen wir an allen Gewässern kleine Stellen mit Schneeflöckchen und dann sind da die Weihnachtsmärkte. Dann stehen neue Neujahrsherausforderungen an. Okay, da warten wir natürlich und gucken uns das natürlich auch im nächsten Video im Detail an, was das alles ist. Denn das wird ja dann dieses neue Event werden, wo man sich quasi zu anmeldet und dann dieses Event und diese Geschenke, also dieses Event macht und dann diese Geschenke bekommt. Und dazu steht, meldet euch vor dem 8. Januar 2024 an. Also wir haben ordentlich Zeit. Meldet euch vor dem 8. Januar an, 1 Uhr nachts, um die Neujahrsherausforderungen zu meistern und innerhalb der nächsten 30 Tage Geschenke für jeden abgeschlossenen Meilenstein zu erhalten. Heißt also, es gibt wohl Sachen, die man erledigen muss und ja, dafür hat man dann 30 Tage Zeit, wenn man sich bis zum 8. Januar 0 Uhr, also 1 Uhr in der Nacht im Spiel angemeldet hat. Also, schafft man bestimmt, auch wenn man jetzt noch in den Weihnachts- oder im Urlaub ist, Weihnachtsferien ist, bis zum 8. Januar muss man sich bloß angemeldet haben und dann hat man 30 Tage lang Zeit, um das abzuschließen und um eben, ja, diese Geschenke abzusahnen. Schönes Ding, heißt also, es ist nicht ganz so stressig, das Ganze ist ein bisschen gestreckt und vielleicht schafft man es sogar noch mit dem Zweit-Account oder Dritt-Account. Auch eine Möglichkeit. Dann gibt es Neuerungen. Es wurde ein Archiv für alte Rekordtabellen mit reingebracht. Ja, auch das gab es schon mehrfach in alten Q&As, weil ja eben diese alten Achievements oder das, was man halt in der Vergangenheit so als Topfisch irgendwann mal rausgezogen hat und ja, womit man dann auf den ersten Plätzen in den Teilrekordtabellen war, das war halt alles weg. Und es ändert sich, oder es ist ja jetzt auch wieder so, dass Ende des Jahres irgendwann sind eben die Rekordtabellen alle wieder weg. Und dann fängt man quasi wieder bei Null an. Und es ist halt ganz nice zu sehen, wie waren denn die ganzen Rekorde, welche Köder vielleicht und so weiter und so weiter. Also, das ist doch schon mal wieder ganz nett. Dann kommt der absolute Oberhammer. 5 neue Fische an der Yama.
Ist das der Hammer? 5 neue Fischarten wurden dem Fluss Yama hinzugefügt. Das ist doch der Hammer. Aus dem Nichts, aus heiterem Himmel, vom Christkindl herabgestiegen, sind 5 weitere Fischarten für unser wunderschönes Gewässer Yama. Das heißt, da haben wir demnächst noch einiges rauszuziehen, also ab heute, und können weitere Fische jagen. Richtig, richtig nice. Ich bin mega gespannt. Und da werden wir natürlich auch schön im Livestream auch weiter suchen gehen. Dann wurde die Haltbarkeit der WTA-Schnurlaufringe an Pilkern und Bootsrouten erhöht. Also Schnurlaufringe bei den Bootsrouten, bei den Pilkrouten, die hatten wohl ein bisschen zu viel Verschleiß. Heißt also, es wurden sich die ganzen Daten angeguckt nach langer Zeit. Wie ist das? Wie viel Silber muss man halt regelmäßig dafür ausgeben, dass das wieder repariert wird und so weiter. Das ist alles zu hoch gewesen. Also wurde da ein bisschen gegengesteuert. Das heißt, die Schnurlaufringe halten jetzt einfach ein bisschen länger stand. Top. Dann wurden die Reparaturkosten für den elektrischen Motor gesenkt. Auch so ein Ding. Auch da nochmal reingeguckt. Wie ist das? Wie ist das Feedback aus der Community? Bah, Reparaturkosten für den Elektromotor, vielleicht doch deutlich zu teuer gewesen, um damit eben nochmal richtig Kohle machen zu können oder vernünftig angeln zu können. Tja, wurde das nochmal komplett überarbeitet. Da müssen wir jetzt natürlich mal schauen, wie viel das dann ist, inwieweit sich das lohnt. Ich hatte ja mal eine ganze Zeit lang alle Daten schön im Detail aufgeschrieben, habe das auch immer noch gespeichert, habe das jetzt aber schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Ich bin aber gespannt, wie sich das jetzt entwickelt und wie die Kosten sind. Und das gucken wir uns natürlich auch im Detail nochmal an. Dann gibt es zusätzlich noch zu dieser Elektrorolle ein paar Specials. Und zwar zu der Reef Electro Raptor sind verschiedene Farben im Angelladen erhältlich. Ja, kann man machen. Ist halt schon sehr, sehr special. Also, wenn man sich schon so ein, naja, es ist vielleicht ein etwas übertriebenes Teil, also diese Elektrorolle, es gibt ja ein extra Video auch dazu, einfach mal gucken auf dem Kanal zu der Elektrorolle. Aber es ist halt nice to have, und wenn man sich sowas gönnt, dass man dann auch noch andere Farben aussucht. Naja, netter Bonus sozusagen. Dann gibt es weitere Überarbeitungen und die sind auch wieder äußerst interessant. Und zwar wurden jetzt zuletzt überarbeitet an der Yama am europäischen Nordmeer. Wurden Anpassungen gemacht, und zwar was die Vorlieben der Fische betrifft. Super spannend. Bedeutet für uns jetzt wieder ab zum Nordmeer weiter suchen, ab zur Yama weiter suchen, welche Köder denn noch interessant sein können für das Angeln an den Gewässern. Bedeutet wieder neue Köder suchen, komplett neu testen. Es gibt bestimmt wieder ganz verrückte andere Köder, die jetzt wieder gut funktionieren. Vielleicht sogar auf Grund, vielleicht sogar mehr mit der Pose. Also ich bin mega gespannt, welche Fische das im Detail betrifft und was man jetzt eben mit diesen Änderungen doch vielleicht noch leichter und besser rausziehen kann. Was das Nordmeer betrifft, gibt es weitere Änderungen. Und zwar, es wurden zusätzliche Anpassungen an den Fischvorlieben für die marinen Rigs, riesiger Gummifisch, Giant Dead Bait Rig und Rasselbleimontage vorgenommen. Auch das richtig gut. Hoffen wir einfach mal, dass das vielleicht noch spezifischer jetzt geworden ist für vielleicht die größeren Fische. Gerade vielleicht für Rasselbleimontage oder Giant Dead Bait, dass das eben nochmal spezieller ist. Auch da braucht das Ganze ja immer ein bisschen Zeit, bis man da Erfahrung sammelt, bis man genug Daten gefangen hat oder eingefangen hat, um dann zu sagen, okay, wir verbessern das Ganze vielleicht noch ein bisschen oder wir arbeiten da noch ein bisschen dran und verändern da vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Vorlieben, dass das einfach besser funktioniert. Jetzt kommt ein Punkt, der richtig krass ist. Auch das könnte einiges, was in den letzten Monaten gefühlt schon sehr komisch war oder vielleicht sogar schief gelaufen ist, einiges erklären.
Und zwar kommt jetzt der Satz: Die Vorsicht von Fischarten gegenüber dem laufenden Bootsmotor in der Nähe wurde verringert. Also, die Scheuchwirkung des Bootsmotors wurde verringert. Das wurde mal etwas angehoben in der Vergangenheit, weil das wohl am Archipel ausgenutzt wurde. Und jetzt wurde das ein bisschen korrigiert. Mein erster Gedanke: Wurde es vielleicht irgendwann zu viel angehoben? Möglicherweise gab es deswegen Schwierigkeiten in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, am Wolchow noch Lachse zu fangen. Und vielleicht ist das jetzt der Knackpunkt und wir können endlich wieder am Wolchow auf die Lachse gehen und können da endlich wieder was rausziehen. Vielleicht war die Scheuchwirkung vom Boot einfach in der letzten Zeit zu groß. Das wurde jetzt wieder verringert, das wurde jetzt wieder optimiert und angepasst. Das heißt, jetzt auf jeden Fall wieder testen, ob es am Wolchow wieder läuft mit dem Schleppen. Ganz normal wieder auswerfen, schön zwei, drei Ruten hinterher schleppen, zwei, drei Wobbler und gucken, ob der Lachs dann wieder lübt. Dann wurde da ein Fehler behoben. Und zwar, der Happy Hour Bonus wurde mit Ablauf des Premium Abonnements unterbrochen. Das wurde behoben, war mir nicht bewusst, ist mir ganz neu, ist wohl passiert, aber das wurde jetzt behoben. Und wo wir bei der Happy Hour sind, gibt es auch bis zum 9. Januar 1 Uhr nachts. Die Happy Hour startet ja zurzeit immer um 1 Uhr nachts. Happy Hour Bonus für alle Spieler. Das ist doch nicht schlecht. Also, ab jetzt gibt es Happy Hour Bonus. Für Besitzer eines Premium-Abos wird die Happy Hour verdoppelt. Bam! Doppelte Happy Hour, mehr XP und ganz, ganz, ganz wichtig für alle, die sich normalerweise kein Happy Hour leisten wollen oder können. Jetzt, wo es die Happy Hour gibt, nicht blöd angeln gehen. Die ollen Fische, die fängt man auch so ohne Happy Hour. Jetzt skillen. Futtermische, Köderbeschaffung skillen. Das sind die wichtigen Sachen. Jetzt reingehen und in die Skillung reingehen. Das ist das A und O. Das bisschen mehr an XP, das holt man über die Zeit eh wieder rein. Aber jetzt diesen Bonus zu machen oder möglicherweise die letzten paar Prozente beim Meeresangeln, dass man auf die 100% kommt, das lohnt sich jetzt richtig. Ja, dann natürlich noch so ein paar übliche Sätze, die auch immer wieder auch wichtig sind und uns natürlich nur zeigen, ja, wir müssen neu anfangen zu suchen. Die Spielwelt wurde zurückgesetzt. Fische können ihren Lebensraum und ihre Vorlieben für Köder und Kunstköder verändern. Das ist immer wieder gut, wichtig und richtig, dass wir das wissen. Denn das heißt, wir müssen jetzt einfach wieder neue Köder suchen, andere Spots testen und so weiter und so weiter. Was jetzt gerade wieder interessant ist. Und dann steht da noch ein weiterer Satz. Auch das ist nochmal wichtig zu beachten. Denn wenn man jetzt zum Beispiel, oder ich lese das mal den Satz vor, wichtig, wenn der Happy Hour Bonus gestartet wird und währenddessen Laufzeit ein Premium-Abo erworben wird oder Premium-Abonnement-Gutschein aktiviert wurde, wird die Laufzeit des Bonus erst beim nächsten bei der nächsten Aktivierung verdoppelt. Also nochmal, du hast jetzt gerade vielleicht die Happy Hour aktiviert. Du denkst dir, boah, geil, Alter, jetzt hole ich mir auch noch Premium. Dann wird nicht dann sofort die Happy Hour verdoppelt, sondern erst am nächsten Tag um 1 Uhr nachts sozusagen. Dann ist ja quasi der nächste Tag. Dann startet die nächste Happy Hour. Genauso, wenn man diesen Gutschein aktiviert. Du hast jetzt vielleicht gerade Happy Hour, weil wir ja jetzt gerade alle Happy Hour haben. Du aktivierst den Gutschein, du hast dann nicht schlagartig automatisch 2 Stunden Happy Hour, sondern erst am nächsten Tag hast du dann 2 Stunden Happy Hour. Ja, das ist das Wichtigste, das sollte es sein. Und damit gehen wir in ein mit Sicherheit super spannendes Weihnachtsangeln. Ich bin mega gespannt, was uns hier bei diesem Event, bei den neuen Neujahrsherausforderungen alles zustößt, was das alles ist. Wir gucken auf jeden Fall rein
Ich starte, sobald es geht, mit dem nächsten Video. Also, sobald Infos da sind, sobald wir können, gibt es jetzt das nächste Video. Zum einen natürlich wieder zum Weihnachtsmarkt. Was ist im Weihnachtsmarkt drin? Was lohnt sich zu kaufen im Weihnachtsmarkt? Was kann man vielleicht weglassen? Also, da gehe ich natürlich einmal durch. Und als nächstes gibt es dann natürlich noch ein Video zu den Neujahrsherausforderungen. Alles heute hier schön eins nach dem anderen. Also, wenn du informiert sein willst, Kanal abonnieren nicht vergessen, Glocke am besten reinballern, gerade zur Weihnachtszeit gönnt man sich mal ein Glöckchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Tja, und jetzt zur Weihnachtszeit jeden Tag ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Bis dahin, Petri.